Hallo Leute, willkommen wieder auf meinem Kanal im Splash & Beauty und schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich bin Jasmin und heute geht es mal wieder mit Haarpflege weiter. Na, diejenigen, die meinen Kanal schon länger anschauen, wissen, dass eigentlich Hautpflege mehr so mein Steckenpferd ist. Aber wenn ich halt ein mega gehyptes Styling-Produkt sehe, ja, was irgendwie so alle Haarprobleme lösen soll, die es so gibt auf der Welt, dann werde ich natürlich auch hellhörig und muss es dann sofort ausprobieren. So ging es mir auch mit dem Color Wow, dem Dream Coat Spray. Ja, ich glaube, die meisten werden es eben schon kennen, vor allem diejenigen, die wie ich geschädigte, gefärbte oder vielleicht auch blondierte, feine Haare haben. Und das soll ja wirklich so der Holy Grail sein, der alles auf einmal kann. Ne? Multitasking Spray, was eben gegen Frizz helfen soll, die Haare irgendwie besser kämmbar machen soll und gleichzeitig auch für diesen Glass-Hair-Look sorgen soll. Und was eben so meine Erfahrungen damit sind, ja, also wie ich dieses Produkt finde und was auch mein Fazit ist, ob es wirklich sich lohnt, es zu kaufen, das erzähle ich euch jetzt in meiner Review. Fast am Ende, man hört es vielleicht noch so ein bisschen, also vielleicht noch für eine Anwendung, aber mehr reicht es dann auch nicht. Das kann ich schon mal spoilern übrigens, also was die Ergiebigkeit angeht, bin ich ein bisschen enttäuscht, ne? Vor allem für das Geld, was man ausgibt. Also ich habe das, glaube ich, 6 Mal bis jetzt verwendet. Ja, es ist die Travel Size, aber trotz allem erwarte ich mir bei dem Preis irgendwie schon so. Ich meine, wenn ich Kerastase-Produkte verwende, da habe ich auch ein paar, die halten mir wirklich über Monate. Und das ist einfach mit dem Produkt nicht der Fall. Aber ich glaube, es liegt einfach auch an der Anwendung, aber zu der kommen wir auch später. Erst möchte ich euch kurz erklären, was denn ja so Besonderes drin ist, auch an den Inhaltsstoffen her, weshalb es eben so gefeiert wird. Der Hersteller sagt eben selbst auf seiner Seite, dass hier besonders wärmeaktivierte Silikonpolymere enthalten sein sollen. Für alle diejenigen, die halt Silikon meiden wie der Teufel das Weihwasser, die brauchen sich jetzt gar nicht mehr weiter umschauen. Also hier ist also Silikon enthalten bzw. Silikonpolymere. Die sorgen also dafür, dass jedes einzelne Haar ummantelt wird, wenn man es natürlich richtig dosiert, das Produkt, und anwendet. Und damit eben ein Schutzfilm bildet gegen etwa zum Beispiel Feuchtigkeit. Und was an diesen Polymeren halt so der Clou ist, ist, dass sie wärmeaktiviert sind. Das heißt, sie werden erst aktiviert, wenn man eben noch Wärme hinzugibt. Im Fall eines Föhns zum Beispiel. Es ist auch sehr leicht, kann ich schon wieder spoilern. Es ist wirklich ein sehr, sehr leichtes Spray. Und auch ich, wenn ich es mit meinem feinen Haar überdosiere, habe kein Problem damit, dass es meine Haare beschwert oder sie sich danach sofort wieder fettig anfühlen nach dem Föhnen, was mir sehr oft sehr schnell bei manchen Styling-Sprays, auch wenn sie für feines Haar geeignet sind, passieren kann. Und das ist jetzt sozusagen nochmal ja, on top des Ganzen, muss man währenddessen, damit sie auch wirklich wirken und ihre ja, Wirkung entfalten können, auch die Haare unter leichte Spannung setzen, damit es dann auch wirklich diesen Glas-Hair-Look und auch wirklich diesen Schutz bietet. Und zwar etwa, wird auf der Hersteller-Webseite gesagt, mit einer Föhnbürste oder Rundbürste oder sogar einem Glätteisen. So mache ich es übrigens auch. Also ich föhne meine nassen oder handtuchtrockenen Haare erst etwas leicht an. Und dann ungefähr, wenn sie so 60% trocken sind, dann gehe ich nochmal mit der Rundbürste rein, mache so den letzten Schliff, versuche wirklich tatsächlich immer so ein bisschen Spannung aufzubauen. Ja. Ihr seht es auch in dem Clip, was ich euch einblenden werde, dass die Anwendung wirklich ganz einfach ist, also wirklich Schritt für Schritt. Weiters bietet das Styling Spray, damit ich es nicht vergesse, eben auch Hitzeschutz. Aber ich glaube, das ist ja selbsterklärend, da man ja auch einen Föhn oder Rundbürste oder Glätteisen ja benutzt. Nutzen muss, damit es eben aktiviert wird, sind ja auch Silikone enthalten, die schützen das Haar also immer vor Hitzestyling-Tools oder der Temperatur, die dann angewandt wird, direkt auf den Haaren. Dann auch Farbschutz und es verkürzt die Föhnzeit. Und auch hier kann ich sagen, ja, ich finde, gut, bei meinen feinen Haaren muss ich jetzt auch nicht lange föhnen. Ja, also das kann ich schon mal sagen. Ich glaube, jemand, der wirklich dicke und auch noch längere Haare hat als ich, ja, der kann vielleicht diesen Punkt besser beurteilen. Weil
wie lange er braucht und wir normalerweise brauchten, wie er mit dem Styling Spray braucht. Ich habe trotzdem aber das Gefühl wirklich, dass ich, dass ich nicht minutenlang dann dastehe und ich meine, das Haar ist ja wirklich nass davor. Ne? Also ich achte da wirklich sehr drauf und trotzdem habe ich nicht das Gefühl, dass ich länger brauche, meine Haare zu föhnen, als ohne dieses Styling Spray oder mit einem anderen Styling Spray, was ich eben nicht so ergiebig auftrage. Weiters ist auch noch wichtig zu sagen, dass es, und das gefällt mir natürlich immer sehr gut, alkohol- und parfümfrei ist. Vor allem, wenn man es so viel benutzen soll, wie es der Hersteller sagt, möchte ich da nicht irgendwie eine Blumenwiese riechen und das dann am besten noch über Stunden. Ja, manche Leute mögen das, aber ich benutze auch gern Parfüm und dann finde ich das immer so ein bisschen, das beißt sich. Alkohol, ja auch für die Haare ist Alkohol nicht immer gut. Es kommt natürlich immer auf die Konzentration an. Wo steht es in der Inhaltsstoffliste? Und so ist es weiter hinten, dann ist es halt nicht so schlimm, weil dann ist auch nicht so viel enthalten. Aber trotz allem, wenn ich lese, dass ein Produkt also alkoholfrei ist und die Haare nicht so stark austrocknet, dann werde ich auch immer sofort hellhörig. Und was eben auch der Hersteller sagt, ne, dass man also ganz normal seine Haare waschen soll oder generell halt, was man für eine Routine hat, dann Conditioner aufträgt, diesen auch ausspült und dann wirklich den Dream Coat als alleiniges Styling-Produkt erstmal verwendet. Also nichts davor, nichts danach ja schon, aber davor nichts, also keinen anderen Leave-In-Conditioner oder sonst etwas. Das heißt also, man trägt dieses Styling-Produkt dann für Strähne auf, bis wirklich das Haar gesättigt ist und dann füllt man das. Und macht dann noch weitere Stylings, je nachdem, ob man locken will, Haare weit oder glatt haben will und so weiter und so fort. Und erst dann am Schluss, wenn man fertig ist mit seiner Styling-Routine, kann man weitere Finishing-Produkte verwenden, zum Beispiel Haaröl, um vielleicht noch so ein bisschen Babyhaare irgendwie wegzustreichen und so weiter, oder Haarspray.
Was auch versprochen wird, und das ist jetzt besonders interessant, ist, dass man es anscheinend nur alle 3 bis 4 Haarwäschen benutzen muss. Ich meine, ich glaube, dadurch kann man wieder diesen Ergiebigkeitsfaktor wieder so ein bisschen relativieren. Das heißt, wenn man es ja nicht bei jeder Haarwäsche benutzt oder nach der Haarwäsche, sondern erst eben nach dem 4. Mal oder 3., 4. Mal, dann kann man sich auch wieder ein bisschen was sparen. Ich muss aber sagen, es stimmt nicht ganz. Also jemand, der jeden Tag seine Haare wäscht, ich glaube, für den ist das genauso richtig, so die Abstände, zwischen denen er Color Wow benutzt. Aber für jemanden wie mich, der eben nicht so oft seine Haare wäscht, der versucht so ein bisschen auch die Waschtage herauszuzögern, weil er eben geschädigte oder gefärbte Haare hat, da wird es nicht ausreichen. Also ich merke schon, dass wenn ich also den Haarwaschtag hatte, dann 4 Tage warte zum Beispiel, dann wieder meine Haare wasche, dass ich eigentlich schon wieder ein Leave-In-Conditioner bräuchte. Erstens, damit sich meine Haare nicht ganz so strohig anfühlen. Zweitens, dass ich sie eben auch besser entwirren kann und generell einfach ein besseres Gefühl mit meinen Haaren habe. Ich habe es dann auch gemacht und ich muss sagen, es war schwieriger, eben meine Haare zu föhnen. Sie haben sich einfach teilweise auch so ein bisschen verknotet. Es war einfach nicht mehr so leicht durchzukommen, als wenn ich das Produkt verwendet habe davor natürlich. Und ich finde auch, dass der Glanz nicht mehr so gegeben war. Und das bringt mich eben auch zu meinem Fazit. Also ja, ich finde dieses Produkt wirklich super. Ich finde, dieser Glashair-Look ist wirklich nicht übertrieben. Ich glaube, dieser Effekt ist sogar noch gegeben bei Leuten, die noch geschädigtere Haare haben als ich. Ich war aber trotzdem zufrieden mit dem Glanz, den mir dieses Spray auch beschert hat. Ich finde auch, meine Haare sind wirklich butterweich, nachdem ich sie aufgesprüht habe. Ich habe ja auch weniger Babyhaare, die aufstehen dann nach dem Föhnen zum Beispiel, was mir auch sehr gut gefällt, weil die mich unglaublich nerven. Aber das sind bei mir alles eben nachwachsende Härchen, da ich zwischendurch auch mal ein bisschen Haarausfall hatte, saisonal bedingt. Und die jetzt eben nachwachsen sind, also keine Haare, die mir abgebrochen sind, glücklicherweise. Ist aber auch etwas, was die gut zähmen können. Und im Gegensatz zu anderen Hitzeschutzsprays, die ich verwendet habe, merke ich auch, dass wirklich meine Frisur im Herbst zum Beispiel, wenn es ein bisschen nebliger ist, ich rausgehe, länger hält. Und was ich halt auch noch ganz cool finde, ist, dass die Tage nach der Haarwäsche, wo man eben seine Haare nicht wäscht, ja, und bei mir ist dann langsam auch dann so sein kann, so spätestens am 2. Tag, dass sich eben die Haare schlechter bürsten lassen, sie sich leichter verknoten wieder, ist es mit dem Produkt eben nicht der Fall. Also ich irgendwie hält es dieser Effekt auch an, dass ich auch, sagen wir mal so 2 bis 3 Tage später, aber definitiv so nach dem 2. Tag nach der Haarwäsche immer noch sehr leicht durch meine Haare komme oder sie kämmen kann. Also ihr seht schon, ich bin wirklich begeistert von dem Produkt, ja, von dem Preis nicht, von der Ergiebigkeit auch nicht, aber trotz allem ist mein Fazit überaus oder überwiegend positiv. Es hat also mehr Pro als Contra. Muss natürlich immer für sich abwägen, was einem dabei wichtig ist, ne, bei diesen Hitzeschutz-Styling-Sprays und so weiter und wie auch die eigene Haarbeschaffenheit ist, ja, wie geschädigt die eigenen Haare zum Beispiel sind. Aber ich muss sagen, mir ist es das Geld wert. Ich überlege schon eben, mir die Full-Size zu kaufen. Da ich mir aber gerade meine Naturhaarfarbe rauswachsen lasse, muss ich halt mal schauen, ob es dann überhaupt es noch braucht, weil meine Haare natürlich jetzt auch wieder um einiges gesünder sind, zumindest da, wo der Ansatz ist. Das heißt, es müsste dann eigentlich nur noch für die Spitzen sein, für die Längen. Werde ich mir noch überlegen. Aber mich interessiert natürlich auch, wie ihr dieses Spray findet, ja, den Dream Coat Spray, ob ihr ihn kennt, ob ihr ihn schon benutzt habt, ob ihr ihn jetzt kaufen wollt, ob ihr genauso begeistert seid oder es bei euch überhaupt nicht funktioniert hat. Kommentiert doch gern fleißig unter dieses Video und gebt mir natürlich auch gerne einen Daumen hoch, wenn euch die Review gefallen hat. Und ja, dann abonniert auch gerne meinen Kanal, um immer auf dem Laufenden zu bleiben, da ich wirklich fast wöchentlich neuen Beauty-Content poste. Und ja, ich bin auch auf Instagram unter @jasmin_amarena, wo ich immer wieder Updates gebe zu neuen Videos, die auf YouTube erscheinen und aber auch so ein bisschen random Content poste, immer in Bezug auf Beauty, Lifestyle, aber auch Rosazea. Also Hautpflege ist wirklich so ein großer Teil hier auf dem Kanal, was mich da halt so beschäftigt. Und dann würde ich auch schon sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao.